wer vertritt denn die Meinungen von den Kindern und Jugendlichen? Machen das die Kinder und Jugendlichen oder machen das dann wieder die Erwachsenen für die Kinder und Jugendlichen? Und da muss es meiner Meinung nach eben möglich sein, dass es die Kinder und Jugendlichen selber machen, dass die Kinder und Jugendlichen selber die Möglichkeit bekommen, ihre Rechte zu vertreten. Also es gibt keine politische Entscheidung, die nicht irgendwie Kinder betreffen und Jugendliche, zumindest irgendwann. Es ist egal, was entschieden wird, es wird immer Auswirkungen auf die nächsten Generationen haben. Und von daher müssten gerade daraus abgeleitet Kinder und Jugendliche volles Stimmrecht in der Politik haben.